Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute stelle ich euch ein Buch vor, was ich in zweifacher Ausfertigung habe. Hier ist Nummer 1, hier ist Nummer 2. Und wie ihr seht, ist es dasselbe Buch, es hat nur ein anderes Cover. Und bei dem Cover geht es um die Farbe der Augen, einmal rot, einmal so eine Art grün. Diese Augenfarbe ist wichtig im Verlauf des Buches. Es ist ein feministischer Roman. Und ich halte es noch mal ein bisschen länger in die Höhe. Homo Femininus von Lina Tiede. Ja, ich würde schon sagen, das ist ein feministischer Roman, ist aber ein feministischer Roman, der nicht so knall drauf ist und nicht dabei ist, alles anzuklagen. Das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Ich finde, dass die Entwicklung der Frage um die Rechte der Frau, die seit den Ende der 60ern in Deutschland richtig in Fahrt gekommen ist, natürlich noch lange nicht da angekommen ist, wo sie eigentlich mal ankommen sollte. Wenn man in der Geschichte zurückguckt, ist es erschreckend zu sehen, wie lange Frauen wirklich den Männern unterstanden, was das Wahlrecht anging. Das ist erst vor ein paar Jahrzehnten erst eingeführt worden. Sowas wie Vergewaltigung in der Ehe, aber auch andere Sachen. Wir Frauen durften ohne Erlaubnis des Ehemanns nicht arbeiten oder auch noch nicht mal ein Konto eröffnen. Fürchterlich. Da sind wir, glaube ich, Gott sei Dank schon einen Schritt weiter. Ob wir da am Ende angekommen sind, wage ich mal zu bezweifeln. Also, ich bin bei solchen feministischen Romanen vorsichtig, weil sie mir häufig, weil für mich einfach die Gangart, die Laufrichtung und irgendwo auch die ganze Intention des Buches eigentlich immer von vornherein schon klar ist. Hier ist es anders. Frauen sind in diesem Buch, was in einer im weitesten Sinne alternativen Realität spielt, was nicht ganz so stimmt. Aber es gab einen Aufstand der Frauen, der wurde niedergeschlagen. Und seitdem stehen die Frauen unter den Männern, ganz klar. Also Frauen sind nicht viel mehr als Sklaven und Diener. Sie sind in verschiedene Kasten eingeteilt. Ich werde euch das hier unten mal durchlaufen lassen, weil ich kann mir jetzt nicht alles merken. Und je nach Zugehörigkeit der Kaste haben die Frauen eben unterschiedliche Augenfarben. Es gibt nicht nur die beiden, sondern es gibt noch weitaus mehr. Ich habe die Autorin mal angeschrieben und sie gefragt, wofür stehen jetzt die verschiedenen Augenfarben, weil mir im Laufe des Buches nicht mehr alles so geläufig war. Und ich zeige euch das jetzt mal hier auf, weil es relativ deutlich macht, um was es hier geht. Rote Augen haben Athletas, das sind Kämpferinnen zur Unterhaltung der Männer. Blaue Augen haben Genetrix, das sind Eizellenspenderinnen mit besonders guten Genen. Kreatrix gehören so mehr oder weniger dazu, sind andere Frauen, die haben braune Augen und das sind Gebärmaschinen oder bessere Backöfen, wie die Autorin selber schreibt. Frauen mit grünen Augen nennen sich oder werden Koas genannt, das sind Prostituierte, die nur eben als Sexsklavinnen zur körperlichen Befriedigung der Männer dienen. Haussklavinnen haben graue Augen, das sind einfach Dienerinnen und Dienerinnen. Wenn eine Frau keiner Kaste zugehört, sind sie unklassifiziert und haben weiße Augen. Was da schon deutlich wird, ist einfach, dass Frauen nur Diener und Gespielinnen der Männer sind. Sie sind nur dafür da, sie werden nur dafür gezüchtet, um die verschiedenen Aufgaben zu übernehmen, die den Männern dienen. Viele der Männer verhalten sich tatsächlich den Frauen gegenüber nicht besser oder manchmal sogar schlechter, als man sich gegenüber einem Tier verhalten würde. Das Ganze haben die Frauen in diesem Buch, und das möchte ich vorweg sagen, akzeptiert. Es gehört zu der Geschichte dazu und die Frauen stellen das praktisch, nein, ich glaube, sie stellen es nie in Frage innerhalb des Romanes. Es ist ein Zustand, gegen den eben keiner rebelliert und keiner aufbegehrt. Was ich ganz faszinierend finde, weil normalerweise sind solche Romane immer dadurch gekennzeichnet, dass am Anfang der Ist-Zustand entworfen und aufgezeichnet wird, die Frau ist unterdrückt, dann gibt es den Kampf und nach dem Kampf gibt es dann je nach Ende des Buches eben ein positives Ende für die Frauen oder ein negatives. Das Ganze ist dann utopisch oder dystopisch oder wie auch immer man das nennen will. Hier, ich möchte das einfach vorweg sagen, weil ich glaube, dass das vielen Männern, die keine Lust haben auf diese feministischen Romane, wo sie als Mann, als das böse und herzlose Wesen dargestellt werden und die Frau am Ende gewinnt. Ich glaube, dass es vielen männlichen Lesern eher auf die Nerven geht, ohne das werten zu wollen. Ich glaube, dass das so ist.
Ich probiere solche Romane gerne, aber ich muss auch sagen, feministische Romane, bei denen die Gangart, die Laufrichtung und eigentlich das Ende schon von Anfang an klar ist, die interessieren mich tatsächlich nicht. Wir begleiten vor allen Dingen schon von Anfang an die Athleter, die da in einem Kampf immer wieder gegen andere Frauen antritt und immer wieder gewinnt und andere Frauen umbringt, ohne dass sie das besonders stört. Sie ist eigentlich immer eher froh, dass sie das gewinnt, hat sich aber an das Gewinnen auch schon so gewöhnt, dass das für sie mittlerweile eine Art Normalzustand ist, ganz heftig. Dann gibt es diese Sexdienerin, also was eine Prostituierte, die auch chirurgisch verändert wurde, um eben besonders aufreizend und sexuell attraktiv zu gelten, die zwar manchmal stöhnt und manchmal angestrengt ist von ihrem Job, aber für sie ist es ganz wichtig, ihren Job gut zu machen und die Männer zum Orgasmus zu bringen. Wenn ihr das nicht gelingt, ist sie regelrecht traurig. Natürlich treten in diesem Roman auch Männer auf, aber man muss sagen, es sind längst nicht alle böse, herzlose Ausbeuter. Einige sind dabei und ich finde, diese Charaktere sind wichtig fürs Buch und die gehören da auch rein, sie sind aber relativ vorhersehbar. Trotzdem gibt es, ich finde, die interessanteren Männerfiguren, die tatsächlich selber mit dem System gar nicht einverstanden sind. Sie ändern es auch nicht, sie versuchen es auch nicht zu ändern. Aber sie versuchen, wo sie können, den Frauen mit Respekt zu begegnen. Und es gibt einige Freundschaften, wie zum Beispiel zwischen der Sexsklavin und einem Mann, der in diesem Lusthaus auch arbeitet, dass regelrechte Freundschaften sind. Also es wirkt fast so, als würde sich die Natur des Menschen aus unserer Sicht, nämlich der Wille nach Konsens und nach Vertragen und Freundschaft und Nähe, als würde der sich unbewusst und unterschwellig durchsetzen. Ja. Ich belasse es dabei. Ich finde, das ist ein ganz faszinierender Roman. Und ich finde, ja, er ist feministisch, ohne das auf die übliche Weise zu sein. Und das finde ich sehr beeindruckend. Es ist ein lohnenswertes Buch. Es kostet 14 Euro. Und man kann selber aussuchen, welches Cover man haben möchte. Ich finde, möchte es an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass The Dandy is Dead, der Verlag von Tom Becker, sich wirklich wahnsinnige Mühe macht bei seinen Druckerzeugnissen. Das geht bei den Basement Tales los, die einfach wunderschön aufgemacht sind, illustriert sind und einfach toll gestaltet sind. Und das geht bei solchen Büchern weiter, die einfach auch toll aussehen. Es ist ein reduziertes, einfaches Cover, was aber einfach echt total schön ist. Der Umschlag, wenn man den abnimmt, hat man nochmal so einen leicht anderen Innenteil. Die Umschlagklappe auf der Rückseite ist mit lauter Augen, die auch im Laufe wandern, also die sehen dann alle unterschiedlich aus unten. Es ist ein einfach schönes, toll gemachtes Buch. Jetzt ist aber natürlich auch wichtig zu sagen, dass das schönste Buch von der Aufmachung nichts bringt, wenn der Inhalt nichts ist. In diesem Fall finde ich aber, ist es ein faszinierendes und spannendes Buch, das sich nicht zu viel Zeit lässt, nichts auswalzt, unterhaltsam und kurzweilig ist, allerdings ohne, wie ich finde, wirklich oberflächlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es als Einzelroman gedacht war. Ich nehme es mal an. Auch das finde ich angenehm. Ich finde, es ist ein Buch, was zum Nachdenken anregt, ohne das allzu plakativ zu machen. Ja, das war und ist Homo Femininus von Lina Tiede. Ich bin gespannt, ob ihr das auf dem Schirm habt, ob euch sowas interessiert, ob ihr sagt, nee, ich möchte mit feministischen Romanen gar nichts zu tun haben, auch nicht mit Science-Fiction-ähnlichen, dystopischen, fiktiven feministischen Roman. Ich kann es nur wirklich empfehlen, wenn man mal ein Buch aus dieser Gattung lesen will, was von einer anderen Seite an den Feminismus rangeht. Ja, das war's. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.